Jo Leute, es ist Donnerstag und damit ist es mal wieder Zeit für einen neuen Eventshop in Rette die Welt. Und heute ist der Bowler endlich drin, ein Raketenwerfer, auf den sich wirklich sehr viele Leute gefreut haben, weil er ja als der Dammsprenger 2.0 angepriesen wurde. Was jetzt aber aus dem ganzen Gerät geworden ist und wie das sich so im Kampf verhält, das erfahrt ihr in diesem Video und ich wünsche euch viel Spaß. So Leute, wir fangen hier direkt mal mit dem ganzen Gerät an. Und zwar natürlich mit den Stats. Jetzt habe ich ja eben gesagt, dass der Bowler ein Dammsprenger 2.0 sein soll. Und das liegt daran, da die Stats des Bowlers am Anfang genau die gleichen waren wie die des Dammsprengers. Allerdings hat der Bowler jetzt einen deutlich niedrigeren Einschlag von 1000 Punkten, circa, hat deutlich weniger Schaden, hat dafür aber auch eine etwas schnellere Nachladegeschwindigkeit. Ansonsten gibt es natürlich noch den normalen Infotext und der verrät auch, was das Besondere an dieser Waffe ist. Denn es ist kein normaler Raketenwerfer, sondern es ist ein Raketenwerfer, der erst einmal auf dem Boden aufkommt, dann noch einmal aufkommt und dann noch einmal aufkommt. Also er explodiert sozusagen dreimal und macht dreimal Schaden. Ich lese euch jetzt hier einmal nochmal kurz den Text vor. Verschießt Kanonenkugeln, die ganze Gegnergruppen Schaden zufügen und sie wegstoßen. Die Kanonenkugeln prallen vor der Explosion vom Boden ab und fügen Feinden bei dem Abprallen Schaden zu. Verbraucht keine Munition, hat aber eine sehr geringe Haltbarkeit. Das beschreibt sozusagen das, was ich gerade auch nochmal erzählt habe. Und ja, ich habe auf jeden Fall schon genug Season Gold gefarmt und deswegen würde ich sagen, kaufen wir uns direkt mal das ganze Ding. Sieht nämlich sehr, sehr interessant aus. Ab ins Waffenlager, Skizze anschauen. Erstmal favorisieren hier das ganze Gerät. So, wo ist der Bowler? Da. Und damit ich ihn natürlich etwas überhaupt betrachten kann, werde ich ihn direkt mal auf Blitz 58 hochskillen. Ähnlich wie ich es mit der Phantom gemacht habe. So. Schon Level 16, 17, 18, 19. Ja, moin. Kannst dich mal auf Level 50 hoch, 58 hochscalen. Da fehlt mir ein bisschen was an XP. So Leute, ich würde sagen, als erstes schauen wir uns erstmal die Stats der Waffe an. Also dazu gehen wir natürlich auf Aufrüsten. Man kann auf jeden Fall Schaden, Nachladegeschwindigkeit beides leveln. Das ist schon mal sehr nice. Nachladegeschwindigkeit kann man immer gebrauchen. Schaden ebenfalls, ist halt so der Allrounder. Schaden durch diese Waffe verlangsamt. Das ist auch ein nicer Stat. Okay, also auch ein nicer fester Perk. Dann gibt es noch die Haltbarkeit. Mal sehen, durch was man das austauschen kann. Vorteile modifizieren. Nochmal Nachladegeschwindigkeit. Einschlag. Einschlag sehr, sehr stark. Oh, man kann auch hier anstatt Nachladegeschwindigkeit Einschlag nehmen. Das heißt, man kann doppelten Einschlag. Oder? Oh lol, man kann doppelten Schaden machen. Dann noch einmal Einschlag skillen. Hier dann nochmal Energie würde ich drauf machen. Und dann würde ich hier nochmal Schaden gegen verlangsamte oder festgehaltene Ziele draufhauen. Ey, das ist derbs heftig. Alter, man kann die echt richtig, richtig, richtig krass skillen. Kritischer Schaden sieht jetzt nicht ganz so heftig aus. Der normale Schaden ist auch etwas niedriger. Und der Einschlag ist aber auf jeden Fall schon sehr, sehr ordentlich bei der ganzen Waffe. Wir sehen uns die hier nochmal kurz an. Sieht auch ganz nice aus. Es hat so eine Kanonenröhre, also sozusagen wie in so einem Piratenschiff. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist natürlich ein praktischer Test. Also würde ich sagen, gehe ich mal in die Lobby und dann testen wir das Ganze in-game. So Leute, wir befinden uns jetzt hier direkt in der ersten Mission und unsere ersten Gegner sind dort oben. Jetzt bin ich mal gespannt. Hat die wirklich so eine Gravitation oder? Ja, er ist auch ein sehr, sehr starker Bullet Drop drauf. Okay, machen wir es mal so. Jo, okay, die fetzt rein, die Waffe. Bumm. Oh lol, okay, so funktioniert die. Also wir schießen einmal Damage, wir schießen noch einmal Damage. Aha. Gut zu wissen auf jeden Fall. Und schlecht zu wissen, dass ich gar keine Waffe habe. Aber perfekt zum Testen. Bam. Haut erstmal hier fast die ganze Mini-Horde weg. Bam. Haut easy den Laserer weg. Nicht schlecht. Habe ich noch ein Schwert? Nee, ich habe echt gar keine Waffen, Leute. Ich habe nur Material, mein Inf ist komplett voll. Und es tut mir im Herzen weh, aber ich muss jetzt leider einen Totengräber aus Kampfzwecken verwenden. Bam, 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 bam. So, hätten wir alle weggehauen.
Und dann würde ich sagen, suchen wir uns doch direkt mal die nächsten Gegner. Also die Durability, die geht runter wie nichts. Das muss man hier mal an der Stelle bemerken. Aber das Ding macht ein Damage. Vor allem jetzt muss ich mal bedenken, wenn so eine richtige Horde auf einen zukommt, man schießt vorne in die Horde rein und dann tickt die noch zweimal auf. Und noch bei beiden Auftickern gibt es nochmal Damage an der Horde. Ey, da bleibt ja nichts über von. Guck mal, hier haben wir nochmal hier so ein Portal. Eine Schattensphäre. Hauen wir mal rein. Bam. Oh, ja moin. Nebelmonster. So gut wie One-Hit. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist denn das Nebelmonster hin? Ah, da oben. Guck mal, das hat, er hat jetzt echt nur noch ein paar Totengräber jetzt gebraucht. Das gibt's nicht. Das Ding ist ja komplett krass. Man muss halt richtig damit spielen. Und das kann ich wahrscheinlich jetzt noch nicht so wirklich. Aber Übung macht den Meister, Leute, ne? Übung macht den Meister. So, dann würde ich sagen, begeben wir uns an den Obergrund. Also wie gesagt, ich hätte die Stats ein bisschen anders vergeben. Aber Devil kennt sich aus, Leute. Also falls ihr wirklich eigentlich sichere Stats haben wollt, dann könnt ihr die gerne nachmachen. Ich hätte Energie drauf gemacht, einfach nur weil es derbst nice aussieht. Und ich hätte auf jeden Fall auf Einschlag und Damage geskillt. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das wirklich so schlau ist. Patron! So, bam, bam, bam. Warum versucht ihr es immer alle weg? Wieder? Jetzt sehen wir nochmal hier den 130er. Ich muss auch bedenken, die ist 130, Leute, also ein bisschen overlevelt für die Zone. So, aber easy one, gar kein Ding, gar kein Ding. So, jetzt schauen wir mal, wie viel Damage so ein Aufticker macht. Aufticker one-hitted. Aufticker one-hitted. Auf gar keinen Fall. Absolut overpowered, das Gerät. Du, vor allem die fetten Viecher, nicht nur die dünnen. Sogar die fetten Viecher werden von einem Aufticker one-hitted. So, und jetzt sehe ich da, guck mal, da chillt einer. Ja, okay, jetzt habe ich einfach nur den Baum weggehauen. Ein Einzelner lohnt sich das nicht, dann natürlich jetzt den Raketenwerfer rauszuholen. Ja, okay, das ist jetzt auch nur ein Einzelner. Aber der Trick wäre zum Beispiel, ich sehe, da chillt einer. Okay, so. Bam. Alle drei weggeholt. Alter, das ist komplett sick. Höhlenwesen. Guck mal, ich versuche die mal in so eine Reihe zu locken, dass sie hinter mir herlaufen in einer Reihe. Leute, einmal bitte eure Aufmerksamkeit. Intention, Intention. So, jetzt schieße ich hier vorne. Bam. Bam. Leute, ich hätte jetzt die Horde von da bis hier komplett mit dem AOE-Damage, egal was da wäre, ich hätte es komplett weggeballert. Alter, das Ding rasiert ja komplett rein. Warte, die mache ich eben so weg, ist unnötig, da den Bowler drauf zu verschwenden. Wir haben ja immer nur zwei Stück, also auf 130. Okay, da kommen noch solche Mini-Viecher, aber da will ich den halt jetzt auch nicht dran verwenden. Ich will ja wirklich hier ein bisschen die großen Kaliber austesten. Zum Beispiel einen Smasher hätte ich gern. Ein Smasher, das wäre nochmal nice zu wissen. Hier sind überall nur die kleinen, dünnen Lauches. Hm, da unten ist noch so ein Baseballspieler und da ist noch so ein Laserboy. Da machen wir mal den Laserboy. Easy One-Hit. Ganz, ganz, ganz ohne Probleme One-Hit. Der erste Aufticker macht natürlich den meisten Damage, aber das ist echt... Hier ist der erste Aufticker, den müsst ihr euch vorstellen wie einen normalen Raketenwerfer. So, und die anderen beiden Aufticker, die sind einfach noch so Bonus-Damage zu den anderen Raketenwerfern, die ihr habt. Guck mal, ich lock die jetzt hier alle unten rein. Alle hier einmal bitte unten rein. Ja, Schweber, du auch. So, einmal bitte hier unten rein. Und jetzt laufe ich hier so lange im Kreis, bis die hier einfach alle in einer Reihe sind. Oh, Malachit nehme ich mit. So, und jetzt? Boom. Boom. Guck mal, der läuft die komplette Reihe außer denen jetzt, den hat durch Zufall nicht gehittet, auseinandergenommen. Bam. Bam. Gar kein Ding. Gar kein Ding. Alles auseinandergenommen hier. Und vor allem baut das echt die Sachen ab.
Ich wusste nicht, dass Raketen ihre Sachen abbauen, warte. Nee, gut, weil eben ist ja Kohle gedroppt, aber das war einfach nur ein Monster-Drop. Ich dachte schon, der Bowler baut doch ab, das wäre komplett krass. Es wäre wohl besser, Verteidigungslinien um den Landeplatz des Ballons zu errichten. Okay. Der Ballon ist gleich da. Wir können es dann ja auch nochmal da versuchen. Gegen die Gegner. Vielleicht, was es da nochmal für ein Damage gibt. Wir können ja schon mal zum Landeplatz uns langsam begegnen. Aber Leute, ich kann auf jeden Fall sagen, Kaufempfehlung geht sowas von raus. Wenn man die ganze Waffe richtig levelt, in meinem Fall wäre es halt, wie gesagt, Einschlag und Schaden. Oder halt jetzt in dem Fall von Devil einfach auf Crit Damage, dann geht die Waffe aber ab wie nix. Crit Damage ist wahrscheinlich immer ganz gut wegen dem AOE Damage, aber naja, ich würde sagen, das ist eher Geschmackssache. Kann ich das Gerät da oben schon runterballern? Den Luftballon? Da ist er. Macht aber noch keinen Damage, wenn ich den abschieße. So, dann kann ich den noch nicht runterschießen. Dann müssen wir uns in der Zeit noch mal ein bisschen mit den normalen Standardgegnern begnügen. Hier vorne haben wir welche. Weggehauen, weggehauen. Also mit der Totengräber, da kann man da auch ordentlich durchfletzen, das kann man auf jeden Fall sagen. Ist auf jeden Fall auch effizienter in Bezug aufs auf die Muni. Aber hier haben wir doch mal Massen an Hüllen. So, probieren wir das Ganze aus. Ihr habt gesehen, was das gerade für eine Hüllenwelle war. Es sind davon irgendwie 5 oder so übergeblieben. Leute, diese Waffe rasiert einfach komplett rein. Das ist die komplette Rasur. Ohne Witz. Alter, gut, dass ich mir die Skizze direkt gekauft habe. Einschätzung jetzt gegen große Horden, vielleicht auch eine Horden-Missy. Eine der stärksten Raketenwerfer. Kann ich das Ding jetzt hier und runterballern? Nee. Warte, ich versuche es mal so ein bisschen einzubauen. Vielleicht geht's ja dann. So, wo ist denn der Luftballon da? Nee, kann ich nicht runterschießen. Ganz verrückt. Leute, aber ich kann euch nur sagen, gönnt euch den Raketenwerfer. Gönnt ihn euch einfach. Und wenn ihr nochmal eine ausführlichere Review dazu sehen wollt, dann kann ich euch auf jeden Fall den Kanal von Evonix empfehlen. Macht sehr, sehr gute Videos und auch regelmäßig. Und vor allem, wenn ihr Waffenreviews oder so sehen wollt, ist der auf jeden Fall eine ziemlich vertrauenswürdige Quelle. Komm, da oben war noch so ein Laserboy. Dann gehen wir jetzt nochmal zu dem hoch. Würde es theoretisch funktionieren, dass wir jetzt hier unten hinschießen, der fliegt nach da oben, also die Kugel. Ne, die fliegt nicht so hoch. Hey, unsere Festung wird beschädigt. Ja, komm. Euch eben weglasern. Und der andere Laserfuzzi, der ist eh schon weg. Ich würde jetzt eigentlich nur noch gerne das gegen den Ballon testen. Also gegen die fetten Smasher oder so. Nach oben! So, wie sieht's denn da bei dem Ballon aus? Sieht jetzt schon ganz gut aus, weil die Spawns schon da sind. Oder war das jetzt nochmal ein Custom-Spawn sozusagen? Mann, wie langsam sinkt das Ding denn? Ach, jetzt. Zerstöre den Ballon, sodass er die Daten fallen lässt. Wie denn? Warum kann ich den Ballon nicht zerstören? Please, kann ich. Jetzt. So, der Ballon ist unten. Bowler ausgepackt. Und jetzt kommen die Massen, Leute. Jetzt können wir das richtig ausprobieren. Mal da hinten. Bam, bam, bam. Ganze Reihe ausgelöscht, ganz ohne Probleme. Doppelsprung. So, die holen wir eben mit dem Totengräber weg. Datei erfolgreich abgerufen.
wie eben mit dem Drachenschlag. Aber die Frage aller Fragen ist, wo sind die riesigen Massen? Wir wollen den Bowler ausprobieren. So. So, da höre ich doch schon die ersten gefällten Viecher, oder? Ja, jetzt kommen sie hier. Wie, wir haben eine Datei verloren? Auch von der anderen Seite kommen die auch, ist ja unfair. Ich will jetzt ja auch nicht gewinnen, ich will ja nur noch die Waffe so ein bisschen austesten. So. Aber es kommt auch irgendwie gerade kein Smasher oder so, ne? Nur so ganz leichte Horden. Also ich sehe jetzt gerade zumindest keine wirklichen Gegnermengen. Ist da noch irgendwo? Ja, jetzt kommt dann nochmal so ein einzelner Fuzzi. Okay, warte, wir schauen mal, ob die auch in den Schild sozusagen reinkommen, dann da drin explodieren. Das ist ja nämlich auch nice. Nee, der Schild blockt die. Ah. Also der Schild ist sozusagen komplett, also der countert die komplett. So. Bam, den haben wir auch noch weg. Das ist, Ding ist halt komplett krass. Ne? Selbst wenn man nicht trifft, macht's Damage des Jahrhunderts. Da mal los. Da, zack, bam, alle weg. Noch schöne Kugel in den Spawn hinterlassen, die können da gar nichts machen. Alle weg. Ein paar Mini-Zombies. Bam, bam, bam. Alle weggehauen. Da hinten kommen noch mal so ein paar schlanke Boys. Noch mal ein Nebelmonster. Also das Ding knattert ordentlich rein. Muss man noch mal hier an dieser Stelle betonen. So Leute, ich würde aber auch schon sagen, das reicht eigentlich für meine Kurzreview. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin Leute, haut rein. Ciao.